Kein einziges Kind unter 9 Jahren starb dieses Jahr an Corona. Express berichtet aktuell über eine neue Statistik von der Gesundheit Österreich, die deutlich zeigt, dass Kinder und Jugendliche nicht zur Corona-Risikogruppe gehören und die Angst- und Panikmache vollkommen überzogen ist. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind unter 9 Jahren durch Coronaviren schwer erkrankt, liegt fast bei null. Auch bei Jugendlichen bis 19 Jahren ist das Risiko sehr gering. Laut der Statistik von der Gesundheit Österreich mussten heuer 13 österreichische Kinder unter 9 Jahren aufgrund einer Corona-Infektion einige Tage auf einer Intensivstation betreut werden. Alle wurden wieder gesund. Österreichweit wurden 9 Jugendliche intensivmedizinisch betreut. 3 junge Patienten verstarben. Allerdings gibt die Statistik keine Auskunft über schwere Vorerkrankungen. Laut den neuesten Daten der Gesundheit Österreich und des Gesundheitsministeriums hätten auch die neuen Virusvarianten nichts am Ausmaß der Gefährdung der Kinder geändert. Doch mit dem Schulstart geht für die Kinder und Jugendlichen ab heute auch wieder der Testwahnsinn los. Mit dem ersten Schultag beginnt in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland auch die 3-wöchige Sicherheitsphase. In dieser Zeit sind für die Teilnahme am Präsenzunterricht 3 Corona-Tests pro Woche durchzuführen. Einer davon muss ein PCR-Test sein. Diese Extremtesterei der Kinder erzeugt viel Angst. Für die Psyche der Schüler ist das wirklich schlecht, warnt auch der Internist Dr. Markus Franz. Dem nicht genug kehrt auch die Maskenpflicht zurück in die Schulen. Außerhalb der Klasse müssen Schüler eine Maske tragen. Und schon jetzt fürchten Schüler, Lehrer und auch Eltern einen neuerlichen Lockdown. Von einem unbeschwerten Schulalltag sind wir also meilenweit entfernt. Kinder und Jugendliche wurden in den vergangenen 18 Monaten von dieser türkis-grünen Bundesregierung drangsaliert, sträflichst, vernachlässigt und ignoriert. Der Bildungsminister hat in vielen Bereichen, aus unserer Sicht, in vielen Bereichen seines Ressorts falsche Maßnahmen gesetzt. Die Gesundheit, das Wohlbefinden oder auch die entstandenen Bildungsrückstände der Schüler haben den Minister und die gesamte Regierung nur sehr wenig interessiert. Man hat hier entweder unsere Schüler, unsere Kinder vergessen oder aber, und das halte ich für eigentlich verwerflich, man hat hier institutionell in Kauf genommen, dass man Schülerinnen und Schüler verliert, dass Schülerinnen und Schüler in ihrer Gesundheit möglicherweise geschädigt werden oder möglicherweise auch Schülerinnen und Schüler gänzlich verloren gegangen sind. Wie überzogen die Maßnahmen sind, zeigte der heutige Schulstart. In Wien gelten gerade einmal 56 Schüler als Verdachtsfall, nachdem sie am ersten Schultag mittels Schnelltest positiv getestet wurden. Und hier liegt die Betonung auf Verdachtsfall, denn eine Überprüfung mittels PCR-Test steht noch aus. Wie viele Statistiken, Daten und Fakten braucht es noch, damit die Regierung endlich erkennt, die Kinder spielen im Pandemiegeschehen keine Rolle? Lassen wir die Kinder endlich in Ruhe. Sie haben in den letzten Monaten genug gelitten.